Ich habe mal wieder in meinen letzten Wochen drei Rezepte für euch mitgefilmt und ausprobiert und habe mir gedacht, ich teile die einfach für dich als Inspiration. Viel Spaß beim Zuschauen. Rezept Nummer 1 ist mit Lachs. Eins von zwei Lachsrezepten. Und ich habe angefangen damit, den Lachs zu marinieren. Und zwar habe ich dafür einmal Zitronensaft hergenommen, dann den vermischt mit ein bisschen Honig und weil ich keinen frischen Knoblauch zu dem Zeitpunkt zu Hause gehabt habe, habe ich Knoblauchpulver hergenommen, aber mit frischem Knoblauch, glaube ich, ist es besser. Dann habe ich so ein Salz zu Hause, Fischsalz ist aber optional. Chiliflocken habe ich noch mit dazugegeben. Du kannst auch jedes andere Salz hernehmen, aber weil ich es daheim habe und genau, es gut passt, habe ich mir gedacht, mische ich das mit dazu. Und dann habe ich den Fisch einmal damit quasi einfach bestrichen und eine halbe Stunde ziehen lassen. Je länger, desto besser. Ich hatte nur nicht mehr so viel Zeit bis zum Abendessen. Dann habe ich meine Zwiebel genommen und geschält und dann natürlich auch klein geschnitten. Und du kannst das Gemüse deiner Wahl verwenden. Ich hatte Karotten zu Hause, deswegen habe ich jetzt Karotten geschält und klein geschnitten. Dann hatte ich noch eine Zucchini zu Hause, also wurde die auch mit dazu klein geschnitten. Und einen Feta-Käse hatte ich daheim. Du kannst auch einfach mit Frischkäse das Ganze machen, weil wir haben quasi da unsere Beilage kreiert, indem ich das ganze Gemüse in der Pfanne angebraten habe und dann den Fisch in den Airfryer dabei getan habe. Ich habe dazu noch so ein Kräuterbaguette gemacht. Den habe ich einfach auch im Airfryer gemacht. Dann muss ich den Backofen nicht anschmeißen. Ach, und was ich vergessen habe, Lauch habe ich auch noch in diese Gemüsepfanne mit dazugegeben und dann einfach alles mit dem Feta-Käse verfeinert. Rezept Nummer 2 ist ein Nudelsalat. Wir waren letztens erst in Italien am Gardasee und da habe ich ganz viele Barilla-Nudeln, die Packung für, ich glaube, 70 Cent gekauft. Voll praktisch. Und die, da habe ich eine Packung einfach gekocht. Das habe ich gemacht und mitgenommen. Da waren wir bei Freunden zum Grillen und ich habe Lust gehabt auf eine helle Nudelsalatsoße oder ein Dressing. Normalerweise mache ich meinen Nudelsalat immer mit einem Pesto-Dressing. Diesmal ein bisschen anders. Ich habe zwei Dosen von so einer Mais-Erbsen-Mischung genutzt. Dann habe ich noch eine Paprika dazu geschnitten, weil davon war jetzt in dieser Dose nicht so viel. Stand zwar drauf, ist drin, aber egal, frische Paprika schmeckt besser. Alles vermischt mit mit Essiggurkenwasser. Ein bisschen vermengt und dann diese helle, cremige Salatsoße, die habe ich beim Edeka gefunden, habe ich mir gedacht, passt doch ganz gut und natürlich mein Go-To-Gewürz, einfach Gemüsebrühe, alles vermengt und fertig war's. Ich habe nicht mal Öl benutzt. Bei uns gibt es heute ein Risotto mit Räucherlachs, Rosenkohl, Zwiebeln, Knoblauch und Parmesan. Ich bin mal gespannt, ob das schmeckt. Ich habe das noch nie so gegessen, habe auch so eine Kombination online nicht gefunden, aber den Räucherlachs habe ich mit 30% off gefunden und Rosenkohl habe ich auch mitgenommen beim Aldi heute, weil ich einkaufen und Risotto-Reis hatten die auch ausnahmsweise, weil die erst italienische Woche hatten. Also probieren wir mal aus, ob das schmeckt. Angefangen habe ich damit, den Rosenkohl zu waschen und dann halbiert in diesen Varoma-Aufsatz zu geben. Du kannst es auch einfach in einem Kochtopf kochen, wenn du keinen Thermomix hast. Überhaupt kein Problem. Ich wollte das quasi einfach garen lassen und habe dann noch Knoblauch und Zwiebeln geschält und die dann in Stücke gewürfelt in den Thermomix geschmissen. Der hackt den Rest dann klein, also man braucht die wirklich bloß vierteln. Und mit Olivenöl dann andünsten lassen. So, die Zwiebeln dünsten gerade an. Reis wartet schon darauf, auch reingeschüttet zu werden. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt den Rosenkohl in dem Varoma-Aufsatz dann da oben drauf für so 10 Minuten. Und dann nehme ich den runter und lasse den restlichen Reis fertig kochen und tue dann den Rosenkohl würzen und in den Airfryer hauen. Jetzt ist es relativ viel Rosenkohl, aber ich habe bewusst alles gemacht, weil die Reste von dem Rosenkohl werde ich dann einfach nutzen und in meinen Salat hauen. Wenn ich mir die Woche über Mittag Salat mache, dann kann das eine Zutat davon sein. Jetzt fülle ich da den Risotto-Reis noch mit dazu. Ich mache jetzt mal so 350 Gramm ungefähr. Und dann koche ich das in meine Gemüsebrühe. So, und jetzt köchelt es da unten vor sich hin und oben habe ich jetzt den Gareinsatz mit dem Rosenkohl drauf.
Als 12 Minuten um waren, habe ich den Rosenkohl runtergenommen und einmal mit Öl begossen und dann angefangen zu würzen. Ich habe so ein Salz geschenkt bekommen, da ist Parmesan und getrocknete Tomaten, glaube ich, mit dabei. Ein bisschen Pfeffer, aber davon würde ich nicht zu viel hernehmen. Und dann Parmesan habe ich noch drüber gegeben, alles einmal gut vermengt und das dann in den Airfryer kauen. Da habe ich bei 180 Grad das Ganze keine 10 Minuten, wie jetzt da steht, sondern nur 8 Minuten laufen lassen und dann nochmal 5 Minuten bei 160 Grad. Als der Risotto fertig war, habe ich dann noch Parmesan dazu gegeben und den Räucherlachs habe ich klein geschnitten. Ich verstehe nicht, warum die diese Packung immer so groß machen, wenn dann so wenig Fisch drin ist. Das regt mich so auf. Natürlich, sie wollen halt einem das Gefühl geben, man kauft mehr Fisch, verstehe ich schon, aber man achtet doch eh auf die Grammangaben. Naja, geschmeckt hat es auf jeden Fall, war sehr, sehr lecker. Den Lachs habe ich einfach da nochmal in den warmen Reis gegeben und gar nicht gekocht oder sowas, weil der war ja eh geräuchert. Alles auf dem Teller angerichtet und ich habe dann noch ein bisschen Chili dazu gegeben. War richtig, richtig gut. Das finde ich war das beste Rezept. Hey, ich hoffe, die Rezepte haben dir gefallen. Ich hoffe, es war für dich dabei. Vielleicht was Neues, was du mal ausprobieren willst. Also, das Risotto hat meinem Mann am besten geschmeckt. So viel kann ich sagen. Ich fand es auch richtig, richtig lecker. Und ich freue mich, wenn du ein Abo dalässt. Wenn du mir einen Kommentar da lässt, was du vielleicht auch nachkochen willst oder was du vielleicht auch mal sehen willst für Rezepte oder sowas zum Testen. Ich habe mir überlegt, mal wieder so ein virale Rezepte-Testen-Video zu machen. Darauf hätte ich irgendwie mal wieder Lust. Abonniere auf jeden Fall, um das nicht zu verpassen und bis zum nächsten Mal hier bei Lanas 1x1 zum Leben.